Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal, zu einer weiteren Folge Outlast. Ja, ich habe gar keinen Bock, das jetzt hier zu machen, aber ich muss. Okay, ich muss eigentlich nicht, aber ich habe Bock, mal wieder Outlast zu zocken. Das habe ich echt lange nicht mehr gemacht. Wir drücken einfach mal auf Start. Ich ziehe mal die Kopfhörer an. Ich weiß gar nicht, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Weiß das nicht mehr von euch, Alter? Ich komme hier gar nicht mehr mit, Alter. Oh mein Gott. Okay, oh, dieses Wasser hier. Okay. Ach stimmt, wir sind aus dem Keller geflohen. Und dann haben wir oben so einen Typen gesehen, der irgendwie rumstand oder so auf der Stelle. Aber keine Ahnung. Okay, hier ist wieder der Rollstuhl. Ich will auch jetzt nicht wieder zu laut und zu viel labern, Alter. Ich glaube wieder so viel bei Horrorspielen. Aber wir machen einfach mal hier kurz die Dokumente auf, weil der liebe Shin Tenshi hat gesagt, dass ich mir lieber mal diese Dokumente hier durchschaue, weil die eigentlich recht relevant sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier der neueste ist, aber wir lesen uns das Ganze mal durch. Okay, hypnotische Experimente und Forschung. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurde die hypnotische Experimente und die Forschung in Gebäude 13 Mount Massive pervers in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Anscheinend also ein Test. Eine Posthypnose der vergangenen Nacht, Fingerzeig des Schläfs, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce, vielleicht kommen die noch vor, fielen sofort ohne Anweisung in einen tief hypnotischen Zustand. Okay, also das heißt sowas wie eine Traumtherapie dann. Miss Pierce wurde dann angewiesen. Sie hat vorher jegliche Angst vor Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht. Aha, okay. Okay, und Miss Jackson befand sich in einem hypnotischen Schlaf. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollten sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern? Ihr wurde gesagt, dass ihr Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Alles klar. Und jemand hat gerade abonniert. Ich habe das gerade gehört, ich muss das irgendwie ausschalten da mit diesem Geräusch, aber egal. Miss Pierce führte diese Anweisungen durch und feuerte die Okay, dann wurde sie halt erschossen. Okay, darum geht es gerade um Miss Pierce und Mr. Jackson oder so. Steht da immer noch dieser creepy Typ, Alter. Ey, da steht da immer noch, Alter. Guck mal, man sieht ihn da ganz hinten. Was ist das, Alter? Der steht da so auf der Stelle. Ich glaube mal, ich gehe lieber nicht zu dem. So, wir machen mal hier das aus. So, ich weiß gar nicht, wo wir als nächstes lang müssen. Das hat mir keiner gesagt. Hier ist immer noch das Telefon. Hier liegt, glaube ich, nichts mehr rum. Ich gehe mal hier vorne gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Ne, da war ich überall schon, ne? Ja, ne. Hier ist ein komischer Raum. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Jetzt kommen wir hier durch. Oh, achso, ne, da war ich schon drin, ne? Da lag der Ordner. Okay, dann haben wir hier eigentlich alle schon, soweit ich weiß. Außer hier geht's auch noch rein. Okay, hier ist verschlossen. Okay. Dann gehen wir mal nach hinten zu dem Typen, der da auf der Stelle steht. Der ist echt gruselig, Alter, wie ich so anmerken. Ach, Herr Jemini, Alter. Wir haben jetzt die Generatoren angeschaltet, das heißt, wir haben jetzt wieder Licht. Das ist nice. So, und dann gehen wir mal hier durch die Tür. Die ist auch verschlossen. Super Ding, Alter. Ah, ja moin, hier geht's durch. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, hier liegt noch eine Batterie. Und, was, kann man das aufheben? Nee, okay. Das kann man hier alles nicht aufheben. Okay. Hier ist zu dunkel, Alter. Ich sehe nichts. Sonst kommen wir hier nicht weiter, ne? Nee. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hier lang. Wo kann ich denn lang? Weil hier ist ja auch zu. Hier vorne durch die Tür. Die ist verschlossen, ne? Ja, da stehen Dinger vor. Da komme ich safe nicht durch. Kann ich hier die Tür öffnen? Oh, okay, danke. Ich will nicht zu diesem Typen, der da hinten steht, Alter. Er sieht mir nicht so aus, als würde er mit mir knuddeln wollen. Oder sagen wir so, er sieht erst recht so aus, als würde er mit mir knuddeln wollen und springt mich an, Alter. Vielleicht müssen wir hier links durch eine Tür. Okay, man hört hier fliegen oder sowas. Hier liegt, glaube ich, nichts mehr. Oh, der Typ hat definitiv keinen Kopf mehr. Müssen wir hier lang? Hier ist noch ein Klo. Okay, ne, hier ist doch nichts. Ich finde Klos nicht so interessant. Hier ist noch eine Tür, kann man da durch? Nee, die ist verbarrikadiert. Hier kommen wir ja nirgendwo lang, Alter. Wo soll ich denn hin? Sonst gucke ich gleich nochmal hinten. Ob ich da irgendwo hin muss, aber sonst habe ich nämlich keine Ahnung, Alter. Oder der Aufzug. Ne, da. Ne, kann man nicht benutzen, ne? Da ist jemand runtergefallen. Sorry, Bro. Ich war nicht schuld, dass er jetzt gestorben ist, oder? Also ich hoffe nicht. Okay, da komme ich nicht lang. Da ist aber so eine gruselige Tür. Ah,
muss ich lang, Alter. Sorry, Bro, Mann. Ich wollte nicht, dass du da runterfällst. Ich dachte, du... Ich weiß doch nicht. Ist das so dein Hobby, von Aufzügen runterzuspringen? Kannst du halt nur einmal machen, so, ne? Hier liegt noch eine Batterie. Wie tust du? Hallo? Was? Was soll ich machen? Okay. Okay. Nee. Hey, okay, ich muss, glaube ich, mal hier echt, da, so. Witness. Ja, 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 okay, okay. Schreib dir mal was auf, Bro. Okay. Ich mag das Spiel nicht, Alter. Vor allem nicht, wenn so ganz große Jumpscares kommen. Ja, hier ist, glaube ich, nichts mehr. Keyboard. Hinter mir! Ah, der hat die Spritze! Bro! Es tut mir leid, mein Sohn, ich wünsche, ich hätte das nicht tun müssen. Aber sie können noch nicht gehen, sie müssen noch viel erleben. Ach, das ist der Typ! Oh mein Gott, Alter. Sehr schöne Zähne, Mann. Du hast auch sehr große Augen. Wir werden sie es einfach ansehen, können sie es. Da sind irgendwelche Soldaten. Unseren Herrn, den Warrior der Ungläubigen, mit seiner zerfetzte einige Wege führt in die Wahrheit. Und da fliegt er rum, Alter! Was ist das? Empfangen Sie das Evangelium, alle Türen werden sich Ihnen öffnen. Empfangen Sie das Evangelium. Was ist das, Alter? Oh. Oh, was? Was? Gut geschlafen, Bro. Sieht aus, als ob du voll warst, Alter. Richtiger Rausch ausgeschlafen. Okay, da ist so ein Kreuz. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Er hat seine Kamera. Ist sie leer? Ne, ist nicht leer. Okay, wir nehmen das Ganze mal hier auf. Rest in peace. Was? Vergiss nicht, dass Notizen auf deinem Camcorder irgendwas. Ich bin zu langsam im Lesen, Alter. Okay, er notiert sich das. Rest in peace, warum das auch immer. Oh, ich muss mich verstecken. Das ist ja gar nicht gut, Alter, weil ich mich verstecken muss. Das kann ja gar nicht gut werden. Ja, ja, ja. Lass mich. Muss ich hier unten warten? Ah, hier kommt Schritte auf mich zu. Okay, ich sehe noch niemanden. Kommt jetzt noch was? Ich höre nur irgendwelche ekelhaften Schritte, Alter. Bro, du weißt schon, wo meine Zelle ist, oder? Okay, die kommen sehr nah, die Schritte, die kommen sehr nah. Die kommen sehr nah. Was ist das? Ja, moin, chill mal, Bruder. Muss ich vielleicht rausgehen? Soll ich rausgehen? Ich hab Angst, dass ich sterbe. Come on, Junge, no rest, no fun, Alter. Jetzt geht's los. Das ist der Typ. Verschwindet. Sehen Sie mich nicht an, wagen Sie es mich nicht anzusehen. Ja, okay, er läuft. Muss ich das verstehen? Muss ich das verstehen? Hier geht's nicht weiter. Hi. Oh mein Gott, hier sind so... Ach so, sind das die Kontrolleure von dem Raum oder was? Kein Schlafmeerraum. Allein. Lassen Sie mich alleine. Okay.
Bruder, er hat seinen Kopf gegen die Wand. Bruder, geht's dir gut? Oh mein Gott, er ist creepy, Alter. Okay, was ist hier? Hier geht's nicht lang. Hi, Bro. Oh mein Gott, Alter. Hey. Mein Süßer. Wie geht's? Die Zelle geht leider nicht auf, Bruder. Ich glaube, du kommst halt nicht raus. Aber wir nehmen dich mal auf, so. Ist mal ganz interessant, vielleicht mal zu sehen. Okay. Hi, Hat gesagt, er soll nichts tun, hat er gesagt. Aber wenn die Katze aus dem Haus ist, Okay. Vielleicht Vater Martins Mann, vielleicht. Scheiße. Der steht da einfach, Junge. Bruder. Wollt ihr euch nicht was anziehen oder so? Geben wir ihm Vorsprung? Das ist eine Idee. Was für Vorsprung? Wenn wir ihn töten, dann langsam. So viel Geduld. Okay. Sie gehören dir. Okay, creepy, Alter. Kommt noch irgendwas jetzt, Alter? Okay, Leute, ich würde auf jeden Fall erstmal an der Stelle sagen, das war's mit der Folge heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like und ein Abo da. Ich bringe auf jeden Fall nächstes Mal wieder eine Runde Outlast, eine Folge Outlast, auf jeden Fall zeitnah. Jetzt ist es, glaube ich, spannend, Alter. Ich bin jetzt in so einem creepy Raum, wo mich Leute umbringen wollen, die sich überlegen, mich umzubringen. Was habe ich denn getan, Alter? Aber trotzdem, Leute, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst, die Glocke aktiviert. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge Outlast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.